Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute mal ein etwas anderes Tutorial, denn heute gibt es zwei verrückte Fußballtricks. Was das Ganze heißt, findet ihr gleich heraus. Wie gesagt, heute zwei coole Tricks für euch, die ihr nachmachen könnt. Am Ende vom Video gibt es auch noch eine kleine Ansage, wie ihr auf meinem Kanal aktiv werden könnt. Deswegen unbedingt dranbleiben, genug gelabert, ab zum Tutorial. Ja Leute, kommen wir auch schon zum ersten Trick, zum Neck Catch. Der wird natürlich nicht ins Motto reinpassen, wenn nicht etwas besonders wäre. Deswegen hier in einer etwas anderen Art und Weise. Viel Spaß, auf geht's. Ja Leute, wichtig bei diesem Trick ist natürlich, dass ihr den Neck Catch beherrscht, falls ihr das noch nicht tut. Eine kleine Erklärung gibt es jetzt hier noch, aber zum Neck Catch wird wahrscheinlich nochmal ein extra Video kommen, wo ich den Trick an sich ein bisschen schneller erkläre. Und zwar relativ simpel, bei Schritt Nummer 1 legt ihr euch den Ball in den Nacken, winkelt die Knie an, wie bei Skifahren ungefähr, dass ihr sozusagen ein bisschen flexibel sein in der Hocke. Dann ist ganz wichtig, der Blick muss nach oben gehen, das heißt, dass der Ball am Hinterkopf aufliegen kann und der Ball so stabil liegt. Ja, beim doppelten Neckcatch ist natürlich entscheidend, Platz für den zweiten Ball zu schaffen. Das geht, indem ihr dann beim Footstall, der Ball fliegt sozusagen nach oben, dann müsst ihr den Ball mit eurem Hinterkopf etwas den Rücken runterdrücken, so einen kleinen Stupser geben, dass der zweite Ball Platz im Nacken findet. Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, so ein Mittelding zu finden. Wenn man das Ganze zu stark macht, dann fliegt der erste Ball vom Rücken runter, rollt also quasi den Rücken runter. Anders ist es natürlich, wenn man zu schwach macht, dann hat der zweite Ball keinen Platz im Nacken. Fliegt er auf den ersten Ball, funktioniert auch nicht. Das heißt, hier ist entscheidend, ein Mittelding zu finden, dass der zweite Ball am Hinterkopf nach unten rutscht und dann im Nacken bleibt. Kommen wir auch schon zum Trick Nummer 2, wofür ich ehrlich gesagt keinen Namen habe, aber der sieht so aus. Diesen Trick kann man auch relativ simpel lernen. Beim Schritt Nummer 1 müsst ihr den Ball mit dem starken Fuß nach oben spielen. Desto höher ihr ihn spielt, desto stärker prellt er natürlich gegen euren Hinterkopf. Dann müsst ihr natürlich ein Mittelding finden. Ich spiele den Ball etwas höher als mich selbst, dass ich sozusagen noch ein bisschen Zeit habe, dass der Ball auch springen kann. Wichtig dabei ist, dass man den Ball leicht nach vorne versetzt spielt. Am besten mit einer kleinen Rückwärtsdrehung. Das heißt, dass der Ball nach hinten springt, dann ist es umso einfacher. Dann kommt natürlich der etwas schwierigere Teil, und zwar dieses über den Ball springen. Ich mache das, dass ich einen Fuß leicht über den Ball hebe, dass der Ball mir nicht unbedingt an den Oberschenkel oder sonst wohin springt. Das heißt, ihr springt über den Ball ein bisschen nach vorne versetzt,
macht dann eine schnelle Rückwärtsbewegung. Ihr müsst natürlich gucken, dass euer Rücken da mitmacht. Und dann bringt ihr den Hinterkopf nach hinten, dass der Ball an den Hinterkopf fliegt und dann wieder nach oben springt. Wie gesagt, ihr könnt Teil meines Kanals werden und zwar werde ich das im Community-Tab einfügen und zwar Fan of the Week. Da wird jede Woche ein Abonnent dieses Kanals vorgestellt, der in dieser Woche besonders aktiv auf meinem Kanal war, sei es Kommentare schreiben oder sonst was. Da wird es jede Woche einen geben, der besonders aktiv war. Den werde ich dann ein kleines Shoutout auf dem Community-Tab geben mit einem coolen Bild, euren Kanal verlinkt oder euer Instagram. Ich werde euch natürlich davor anschreiben, ob ihr Bock darauf habt. Den ersten Kanal habe ich auch schon gefunden, der in letzter Zeit sehr, sehr aktiv wird. Wird natürlich als nächstes dann schon im Community-Tab sehen. Da wisst ihr auch genau, was ich meine. Aber wie gesagt, das ist ein kleines Dankeschön für alle, die sehr, sehr aktiv sind auf meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal Feedback geben. Und wie gesagt, dann gibt es nächste Woche schon den ersten und jede Woche dann den Fan of the Week. Das soll es auch für das heutige Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, zu welchen Tricks ihr als nächstes ein Tutorial sehen wollt. Den Puma One habt ihr heute im Video gesehen, zudem wird es einen Playtest geben, sehr, sehr coolen. Also auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.